Am ersten Tag seiner diesjährigen Sommertour hat sich Energieminister Christian Pegel über den Stand der energetischen Sanierung von Schulen im Landkreis Nordwestmecklenburg informiert. Für die energetische Sanierung des Hauses 1 des Schulkomplexes am Ploggensee übergab er dem Bürgermeister der Stadt, Lars Prahler, einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 470.000 Euro. Ich kriege ja nur einen Bruchteil der Förderbescheide, die rausgehen, überhaupt persönlich übergeben. Aber das ist mal immer so ein Gefühl dafür, was machen wir eigentlich konkret. An dieser Stelle ging es auch darum, Grevesmühlen plant sehr umfangreich, einen Schulcampus hier neu zu errichten. Die Schulen, die da sind, einfach in einer anderen Gestalt, noch mal kompakter, aber vor allen Dingen komplett erneuert zu errichten. Und die Idee dahinter ist, mir das einmal vorstellen zu lassen. Manchmal musst du auf so einem Platz stehen, um ein Gefühl zu kriegen, wo soll jetzt eigentlich was hin und wie verteilt sich das. Aufgrund der Genehmigung des vorzeitigen Vorhabensbeginns haben die Arbeiten bereits vor den Sommerferien begonnen. Schüler und Lehrer müssen sich dennoch mit Baulärm und räumlichen Einschränkungen arrangieren. Ja, wir haben drei Schulen, die dringend nach einer Modernisierung, Erweiterung rufen. Das ist einmal unsere Regionalschule hier am Wasserturm, die Grundschule Ploggensee-Ring und die Mosaikschule, betrieben von der Diakonie für geistig behinderte Menschen. So, und das kam bei den Diskussionen raus, dass wir daraus einen Schulcampus machen wollen, um das Thema Inklusion einfach durch räumliche Nähe und Zusammenarbeit der Lehrerschaft und der Kinder befruchten wollen. Die sind dann auf einem Gelände mit abgegrenzten Bereichen. Also es wird nicht der Grundschüler mit dem Regionalschüler zusammen die Pause verbringen müssen, aber es gibt gemeinsam genutzte Räume, Essenräume werden zusammen genutzt, Schulmusikraum wird es geben, eine kleine Sportanlage, die gemeinschaftlich genutzt wird. Und so erleben die Kinder und Jugendlichen sich und lernen sich kennen und wissen, wie sie miteinander zusammenleben sollen. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben betragen knapp 1 Million Euro. Am Haus 1 des Schulkomplexes sollen Heizung, Fenster und Fassade erneuert sowie Lüftungsgeräte installiert werden. Die Arbeiten sollen Ende März 2021 abgeschlossen sein.